der Markus von Spielprogrammieren. Ich bin jetzt hier beim Messestand von der HTL Wien 10 und spreche mit dem Philipp Horvath. Hallo Philipp, was macht man bei euch? Hallo, ja, bei uns ist die Informatikabteilung in die Elektronikabteilung integriert. Wir werden bei uns programmieren wie C, Java und auch Spiele in D-Maker. Was gibt es noch zu interessant zu unserer Abteilung? Das ist, wir werden das Computer zerlegt bei uns und wieder zusammengebaut, repariert. Programmiert, ja. Im Café, ja. Ja. Ist wirklich noch was zu sagen. Okay, wie viel würde das kosten? Wie meinst du kosten? Die Ausbildung. Die ist bei uns gratis, weil das eine öffentliche Schule ist. Okay, braucht man irgendwelche Vorkenntnisse? Nein, man sollte halt positives Zeugnis natürlich haben, das ist logisch, von der Vorschule, aber sonst keine besonderen. Okay, und wie schaut es aus bei euch mit Open Source? Ja, haben wir auch. Wir verwenden fast ausschließlich nur Open Source Programme, damit wir es zu Hause auch verwenden können. Zum Beispiel, wir arbeiten mit Open Office, weil es kostenlos eben ist, mit C++, das auch eine Free Version ist, Eagle etc., lauter Free Versionen. Okay, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay.